Guten Morgen zu einem weiten, zu einem weiteren wunderschönen Video hier auf dem Zweitkanal. Mit dabei ist wieder Leon. Ist jetzt schon die dritte Folge von wunderschöne Coop Games. Leon, wie geht's dir? Hallo. Guten Morgen, mir geht's sehr gut. Warum warst du jetzt, warum war dein Mikrofon in deinem Hals? Ich habe noch nicht gefrühstückt. Okay, das erklärt alles. Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge, wie immer, ganz entspannt. Und wer noch nicht abonniert hat, der sollte jetzt abonnieren, denn diese Tastatur funktioniert wie Death Note. Wenn ich jetzt hier euren Username eingebe und ich sehe das und ihr seid nicht abonniert, dann sterbt ihr. Zum Beispiel der Tom da hinten. Tom. Ja, der ist geplatzt. Naja. So. Herzlich willkommen, Freunde. Letzten Folgen kam immer super an. Es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und wir gucken halt heute wieder auf der Neuerscheinungsseite alle Produkte. Beliebiger Preis. Die einzigen Filter sind Spiele und Online-Koop. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal von oben an, oder? Was sagst du? Treten Sie in eine actiongeladene Welt von Battle Room Beta. Beginnen Sie sofort mit dem Spiel. Keine Vorbereitung erforderlich. Ja, sieht so lecker aus, ne? Aber das macht ja nichts. Ich würde sagen, wir behalten das uns mal im Hinterkopf, aber das wirkt schon wieder so wie so ein richtiges Stück Scheiße. Ich drücke aber trotzdem mal auf Runterladen, ist ja kostenlos. So, Backrooms, Step into the Abyss. Wir sind ja große Fans von Backrooms-Games. Super große Fans. Das hat auch noch gar keine Bewertungen. Try to survive in these endless corridors and mazes. Die haben sich auch sehr Mühe gegeben, oben mit dem Bild, muss man sagen. Ich finde die Fotos an sich sehr aussagekräftig. Digga, was mit der Kamera? Koop. Bro, was ist mit der Kamera? Ja, ein Euro. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das sieht so dermaßen scheiße aus. Übel. Das sieht richtig beschissen aus. Aber es ist ein Backrooms-Game. Wollen wir mal gucken? Ein Euro, komm. Na gut. So, Cooking Craze. Ich bin jetzt aber drin. Step into the Abyss. Wir gehen rein. Achso, okay. Abfahrt. Ja. Nee, okay. Wir spielen ja immer erst. Ja, hast du recht. Hast völlig recht. Du bist da bin ich. Ein Genie. Play online. Ich habe so keine Lust auf das Spiel, ne? Aber weißt du, das Gute ist, kennst du das, wenn du in ein Restaurant gehst und du hast ein richtig beschissenes Gefühl, weil es übel kacke aussieht, alles scheiße und dann ist das Essen immer am geilsten, auch wenn du vielleicht ein bisschen Dreck und so, aber Essen ist immer am besten dann. Ja, ja. So ist das mit Sicherheit auch bei dem Spiel. Ich bin mir sicher. Also, ich kenne das immer nur, dass man eine Lebensmittelvergiftung bekommt, sobald man in ein schlechtes Restaurant geht. Aber ich mache jetzt erstmal ein Spiel auf. Nein. Sterzix Game. So, ich bin drin. Wo bist du? Ich bin auch. Play online. Please wait. Servers, warte. Oh, was? Loading? Oh, abgestürzt. Nee? Hä, wo bin ich? Nee, noch nicht. Warte, Moment. Bist du da? Nee. Warte. Okay, immerhin ist nicht dieser hässliche VHS-Effekt da, der da geteased wurde. So, jetzt. Join. Ich habe auf Join. Passiert nichts. Oh, jetzt failed. Already running. Hä? Ach so, nee, weil ich gestartet bin wahrscheinlich. Okay, ich mach nochmal neu auf. Ja, warum machst du das? Ich mach nochmal neu auf. Ja, mach mal. Ich habe legit nichts. Okay, jetzt. Ja, warte. Please wait. Join. Join. So, jetzt. Ach du Scheiße. Ach. Du Scheiße. Du kniest dich hin, Mann. Ist nicht mal in der Hocke, Mann. Ist gekniet. Ach du Scheiße. Da hatte jemand richtig Bock auf so ein Backrooms-Game, ey. Und hat einfach gedacht, jo, guck, wie du da stehst. Oh mein Gott, siehst du scheiße aus. Das erinnert mich an dieses scheiß Vogelgame. Okay. Hörst du mich? Ha! Ja, ich höre dich. Gut, wollen wir rein? Abfahrt. Ja, lass uns reingehen. Junge, was eine geile Scheiße. Wo bist du? Loading Screen. Warte, jetzt wird's heller.
Ja, ich glaube, es ist abgestürzt. Nee, warte. Ich laufe hier schon rum. Ist doch nicht abgestürzt. Warte kurz. Also ich habe... Es ist... Na, warte. Ich habe Painkillers. Ja, gut, gut. Ja, nee, es ist abgestürzt. Wirklich? Ja. Ey, komm, geben wir noch einen Versuch, oder? Ja, ja, komm. Boah, also ja die nicht, Performance nicht, ist ne? auch so scheiße, ey. Wir haben so 30 FPS. Oh nein. Man sollte auch niemals Sachen anhand der Optik bewerten, weißt nein, du? Nein, 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 nein. Es ist ja Oberflächlichkeit vom Feinsten, genau. Das wollen wir nicht. Absolut. Wir boah, ist das jetzt scheiße, auch mal Alter. Standhaft bleiben. 1 Euro. Ey, der Entwickler freut sich gerade so, dass irgendwelche random Leute sein Spiel spielen, ne? So, Sterzix Game ist wieder da. 1,98 Euro verdient gerade. Wahrscheinlich sogar weniger, oder? Wegen Steam-Gebühren? Ach ja, klar. Okay, aber ich bin hier. Komm rein. Ja, 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 ja. Warte, ich bin da. Moin. Na dann versuchen wir es nochmal mit dem Loch hier. Und rein. Oh. Ich hab grad fast gekotzt wegen dem Wasser, weil du bist gespawnt und sahst so scheiße aus. Da muss ich fast brechen. Aber das ist ja jetzt, das schießt jetzt den Vogel ab. Rein. Das ist super, ne? Scheiße. Wo bist du? Ja, warte. Warte, es lädt. Oh nein, ist schon wieder abgestürzt. Kann man es einfach nicht spielen? Kann das sein? Es ist einfach unspielbar. Pass mal auf, wir machen jetzt ein Try noch. Ein Try, ich mach mal eine Lobby ja, auf. Ja, mach du mal eine Lobby auf. Auch. Wait, aber es stürzt nicht ab. Warte, warte. Oh! Ich hab Bild. Aber, wenn ich... Also ich kann... Ah, jetzt, nee, jetzt ist abgestürzt. Okay, aber ein Versuch. Ein können wir noch. Oh, jetzt ist meins fast abgestürzt gerade. Oh, warte, ja, warte. So alles gut? Oh, warte, ich hab so. Oh Gott. Ich hab das Gefühl, mein Spiel ist kurz davor zu sterben. Es hustet gerade, weißt du? Ja, ja, ja. Mein Spiel ist gerade so ein Rentner, der einen richtigen Hustenanfall bekommt. Der dann, weißt du, diese Rentner, die so richtig rot werden, dann in der Ecke irgendwo. Ja, ja, ja. Wo du richtig diese 30 Jahre Rauchen schon hörst. Ja, das ist ja, gerade mein Spiel. Ja, ja. Ja, oh. Hier, warte. Warte. Oh Gott, ja, ich gehe auch mal ins Hauptmenü. Was? Es gibt Voice-over-IP? Okay. Da ist Weizlers Game. Ich komm rein. Geh nicht nach vorne, sonst startet. So, nee, warte. Nicht. Hallo? Ah, oh Gott. Du Scheiße. Drück mal V. Warte. Warte. Hallo? Ah, das hört sich ja gar nicht schlecht an. Nee, aber es halt halt so. Naja, komm. Na gut, okay, dann lass mal versuchen. Ey, das ist ja voll guter Sound eigentlich. Ja, ja, ist übel stark. So, na gut, hier. Abfahrt. Okay. Ich bin drin. Ich auch. Wo bist du? Hier. Das hat funktioniert. Digga, du siehst so scheiße aus. Jetzt hör doch mal auf. Mann. Deine Schultern. Du siehst nicht viel besser aus. Guck mal, was ist denn? Hör auf, dich zu drehen. Lass das. Ja, lass uns jetzt zocken, Bro. Deine Schuhe, Alter. Komm mit. Nebenberuflichen Clown, Alter. Ey. Ja, guck mal, ist doch so. Ja, ja, ist geil. Wir werden jetzt das finden. Was ist das? Nee. Hast du es gehört? Nee. Was ist los? Das war so ein Brummeln, so ein... Das war mein Bauchi. Ach so. Hier, willst du ein Müsli-Riegel oder was? Nein. Na gut. Okay. Doch, ja, ich höre hier so ein... Hörst du es jetzt? Hier sind aber überall auch so Kommoden. Ich bin super außer Atem gerade. Ja, ja, übel. Jetzt vorbei. So. Okay, Austausch wieder da. Lass uns weiter. Wir müssen ja auch irgendwo ein Ziel finden jetzt hier, ne? Wir haben immerhin 1 Euro hierfür aus. Ganz genau. Ist das scheiße. So, ist noch ein Wasser. Tja. Also ich weiß auch nicht, wer hier diese ganzen Kommoden platziert hat, ne? Aber... Immer dieses
zwischendurch stehen, bleibt bei dem Sound von der Kommode. Ich bin außer Atem. Ja, ich auch. So, meinst du, gibt's irgendwo ein Ziel? Ich weiß es nicht. Es wird ja auch gar nicht so wirklich gesagt, was jetzt unsere Mission ist. Also. Nee, überhaupt nicht. Es ist ja ein Labyrinth. Ist es das? Also, es stand doch in der Beschreibung, oder? Oh, du bist außer Atem. Okay. Mach mal Marathonläufer, du. Ja, naja, macht er ja auch nicht, du. Aber bin ich schon Marathon gelaufen, da warst du flüssig doch. Ja, hier vorne vielleicht. Bist du nach links gelaufen? Hier ist irgendwas zersplittert. Ja, hab ich gehört, ich hab ein Wasser getrunken. Nee, warte, hier hinter der Mauer war irgendwie, oder? Ich hab ein Wasser getrunken, genau da, wo du stehst. Nee, das war kein Wasser, das war irgendein Klirren. Warte. Nee, du hast recht, das war's nicht. Nee, das war irgendein. Warte, komm mal mit. Da hast du recht, Leute. Da ist was faul. Oh! Junge, hab ich mich erschrocken, was passiert? Alter, ich hab erstmal meinen Windows-Tab geöffnet. Das. Ey, Alter! Alter, hab ich mich erschrocken. Junge, hab ich mich erschrocken. Aber es ist irgendwie hier links in der Mitte. Alter, wenn du mal hinter dir herläufst, das sieht ja so scheiße aus. Ich bin außer Atem. Nee, du bist außer Atem. Ist das kacke. Okay. Wir gehen einfach mal hier weiter. Ich sehe auch hier vorne gar nichts. Oh. Bro, was zum Teufel spielen wir hier? Also, hier ist nichts. Es gibt keine Aufgabe. Gar nicht. Was war das? Was war das? Da ist noch was umgefallen. Da ist noch was umgefallen. Das ist alles gut. Ist doch, ey, was eine dumme Scheiße, wirklich. Das ist nur der Nachbar. Tja, aber er spielt wieder Schlagzeug. Alles gut. Sind wir jetzt wieder am Anfang? Was ist denn? Ich weiß doch auch nicht. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich weiß nicht, was. Wofür haben wir Painkiller? Wofür haben wir Wasser und Essen? Das ergibt alles keinen Sinn. Es macht wirklich gar keinen Sinn. Es gibt hier keine Gegner. Es gibt keinen Weg, wo man lang muss. Es gibt keinen Weg, der einem irgendwie gezeigt wird. Es ist einfach nur Scheiße. Ja, und sonst so? Wie war dein Tag? Ach, du, eigentlich alles entspannt. Ich bin aufgestanden, dann habe ich gefrühstückt, dann war ich einkaufen, weil es war alles so eigentlich eine entspannte Geschichte. Ich verstehe dich nicht, wir atmen zu laut. Naja, gut. Aber guck mal, hier vorne sieht's doch schon anders aus. Wirklich, findest du? Ja, guck mal hier, die Säulen. Oh ja, Säulen. Das war was Neues. Ich noch nie gesehen. Schau, da vorne eine Kommode. Wow. Ist das kacke, Mann. Ich will nach Hause. Ich mag niemand. Wenn du nach Hause willst, musst du nicht sagen, dass du jetzt aus diesem Labyrinth zu entkommen. Oha. Oha, ich hab irgendeine Soße gefunden. Ui, die schmeckt aber saftig, oder? Hat sich so angefangen. Saftig, knaftig war die. Oh ja. Ja, Leon, lass was anderes zocken, Digga. Was ist das für eine Scheiße? Ich sag ehrlich. Ich geb auch. Ja, drauf, hier ist auch wieder eine Sackgasse, weißt du? Das reicht jetzt auch, jetzt ist vorbei. Ja, ich. Alter, viel die Scheiße hier jetzt, oder wie, oder was? Ja, ich geh raus, ciao. Digga, was ein Scheißspiel. Boah, das war halt genauso kacke, wie es aussah, ne, wirklich. Drecksgame. Das ist das Restaurant, wo du eine Lebensmittelvergiftung bekommst. Ich habe eine Rezension abgegeben, einfach nur Drecksgame. Also das war wirklich schrecklich. And what if you're already going crazy? You can survive here, you will need to look for supplies. By type of water and food. Wofür?
Digga, ich will nicht, also. So eine Scheiße, Junge. Keinen Grund. Nee, das war wirklich Wasser, richtig Müll. Essen. Oh nein, hier ist noch eins. Soße. Oh. Hier ist noch eins. The Liminal Space. Oh nein. Vom 19. März. Siehst du's? Okay, vor 3 Tagen, warte. Ja. The Liminal Space, oh Gott. Oh, jetzt werden sie aber langsam frech. 4,99. The Liminal Space is a thrilling horror adventure game. Explore surreal landscape, solve puzzles and escape from terrifying monsters. Are you ready to face the challenges? Enter the Liminal Space now. Hier, Sebastian, pass mal auf. Hör mir mal zu, kurz, ja? Die Mucke. ja, ich höre dir zu. Erzähl. Ich frag dich jetzt einfach eine Frage. Ja. Auf die du mir mit bitte ehrlich antwortest. Gerne. Glaubst du, dass es tatsächlich eine Thrilling-Horror-Adventure-Erfahrung wird? Also ich sag mal so, der Entwickler ist vielversprechend. Das ist sein... Nee, jetzt hier kein ne? Ja oder nein? Ich denk schon. Wollen wir um was wetten? Na gut. Sag. Okay, 5 Euro, wenn es ein gutes Spiel ist. Ich sag, es ist gut. Mhm. Und ich krieg von dir 5 Euro. Nee, warte, andersrum. Du gibst mir 5 Euro, wenn es gut ist. Ich geb dir 5 Euro, wenn es scheiße ist. Deal? Ja. Okay, 5 Euro. Was soll man. Ey. Es hat auch noch keine Bewertung. Keine Menschenseele hat dieses Spiel vorher jemals bewertet oder gezockt. Wir werden die Ersten sein. Wir starten die Runde. The Liminal Space. Keine Bewertung. Keine Menschenseele hat dieses Spiel auf dem Schirm. Ich sag dir, es wird Spaß machen. Oh Gott. Na? Möchtest du von der Wette zurücktreten? Mm-mm. Darfst du auch nicht. Lass ich nicht zu. Was bin ich sehend? Ich hab so ein ganz kleines... Ja, hab ich auch. So 2x2 Zentimeter gefühlt. Ich muss nur gucken, wie ich das jetzt... Fullscreen? No. Ah, ich wollte es auf Fullscreen machen, es ist abgestürzt. Ah, alt, ist ja ein super Spiel. Alt-Enter. Client connected to bla 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 via Network Manager. Client ready. Oh! Bin ich da? Bin ich jetzt da? Jo, siehst du mich? Nee. Ich stehe direkt hinter dir. Wo, ich bin hier. Ich sehe dich hier. Du bist ja, hier. Du hast, oh mein Gott. Musst du das vielleicht auch machen? Nee, du bist hier. Du stehst direkt vor mir. Okay. Das ist ja, das ist gut. Okay, krass. Siehst du, geht doch. Du bist ja, hier so drin. Halb. Nee. Ja. Doch, guck mal. Ich seh dich nicht. Nein, du bist so, ich seh dich nicht. Ich steh direkt vor deiner Nase. Du bist nicht da. Ich kann dir nicht helfen. Nee, ist doch in Ordnung. Du bist ja immerhin da. Nee. Okay. Wir haben jetzt Spaß. Okay. So. Okay, ich habe jetzt Spaß. Okay, geh jetzt geradeaus und dann rechts. Wir sind genau rechts, da lang. Ja, ja. Oh mein Gott, du bist so. Oh, hier ist ein Tisch. Ja, das ist ja super. Kannst du mal springen? Mensch. Kannst du mal einfach mal im Kreis springen? Ja, klar. Warte, das muss ich dir eigentlich mal sagen. Oh, man kann es greifen. Alter. Oh, jetzt habe ich keine Quellen mehr. Warte, Leon. Okay, warte. Oh mein Gott, Leon. Oh, man kann sich lehnen. Ich rufe dich gerade auf WhatsApp an. Ja. So, Hallöchen. Hallo. Zeig mal. Jetzt renn mal im Kreis. Okay, warte, ich muss dich auf den Boden legen dafür. Also so, ja, perfekt. Ach du Scheiße. Warte mal. Nee, mach mal dieses, wo du auf dem Boden gecroucht bist. Okay. Du Scheiße. Komm nochmal in meine Richtung, mach das nochmal. Ja, geil. Ich habe jetzt schon Spaß. Okay. Allein, dass wir den Multiplayer hinbekommen haben, ist ja schon mal... Hier ist ein Loch. Oh, mit F hat man eine Taschenlampe. Ja. Hier ist ein Loch.
Okay, ey, das macht doch Bock. Hier sind sehr hohe Stühle. Wo bist du? Da bist du. Ich meine, ich habe jetzt schon Spaß, ich bin ehrlich. So, und jetzt ist hier, was gut, ist hier? Aber wir ist haben ja nicht gewettet, ob man Spaß hat oder nicht, oder? Wir haben ja gesagt, ob es ein gutes Spiel ist. Eine gute Horror-Experience, das war ja, die Frage. Ja, ja, genau. Guck mal, hier ist ein Stuhl, der ist falsch rum. Mhm. Das muss ja, da ist noch einer. Mhm. Kann man irgendwas, okay, auch wenn ich E drücke, hört man nur so einen Sound. Da gibt es einen geilen Beat. Mhm. Ja, übel geil. Mhm. Okay, ich kann hier aber nichts damit machen. Linksklick macht auch nichts. Ich kann die nicht aufheben. Ist das hier wieder der Start? Nee, also ich glaube, wir haben hier begrenzte Möglichkeiten gerade. Ja, komm mal her, komm mal her. Wo bist du? Okay, ja, I see. Ich bin bei dir. Hier sind Sofas, das ist doch super. Wir haben 5 Euro bezahlt. Und ich habe eine thrilling Horror Experience erwartet. Hier ist ein Loch. Sollen wir da rein? Ja, sicher, oder? Ich glaube, wir sterben dann, kann das sein? Ich bin reingegangen, hier ist eine Treppe. Oh ja. Ja, ab in den Keller. Hätte ich jetzt gesagt. Okay, ich bin unten, glaube ich. Wo bist du? Auch unten, glaube ich. Ui! Was passiert? Ich hatte einen weirden Sound und auf einmal ist alle Lichter angegangen. Okay, aber du bist unten, ja? Ja. Wo? Ich bin bei diesem Bett. Hä, du bist bei dem Bett, wo? Du bist weg? Geister! Ist das eine Scheiße. Okay, du bist bei diesem Holzding, right? Bei dieser, nennen wir es doch einfach mal Skulptur. Ja, okay, ich hüpfe da jetzt hoch. Ja, ich auch. Okay, man kommt, ich bin nicht rübergekommen. Nee, ich auch nicht, aber da ist auch so ein weirder Gang. Ja, genau. Oh, Alter, so, wo sich die Treppe so dreht. Also eigentlich habe ich für ein Koop-Spiel bezahlt. Scheiße. Ja, guck mal, Stop-Server. Wenn ich jetzt auf Stop-Server drücke, dann fliegst du wahrscheinlich auch raus, ne? Hast du schon gedrückt? Nee. Okay, ich drück mal jetzt. Und? Also ich spiele. Natürlich. Ich bin hier am Game. Ich hab eine richtig geile Zeit. Ja, natürlich. Ich dattel hier mir einen Wolf ab. Ach Mann, ja, nee, Alter, vier, die Scheiße braucht sich doch keiner geben, wirklich. Also, so eine Scheiße. Limit ist okay. Ja, 5 Euro von mir aus. Ist okay. So, Pogo Girlfriend. Das sieht doch toll aus. Also, wenn ich mal ein gutes Spiel gesehen habe, dann das. Digga, was muss man machen? Pogo Girlfriend, ich weiß auch nicht. Es ist ein Rennspiel, da muss man einen Pogo spielen. Ein Rennspiel? Oder lass Odia zocken, das sieht sogar gut aus. Ja, okay. Dann machen wir das. Oder The One? Oh! Was denn? Oh, da drüber, The One! The game. The One is a game in which your goal will be alone or in a group of up to 4 players to explore the world 3 years after the zombie apocalypse. However, it's not the only zombie that will prove to be a problem. It's not only zombies that will prove to be a problem, but also others. Who have managed to survive this time behind? Ja, das sieht eine richtig. Nutzerrezension. Oh, empfohlen. First off, I would like. Okay. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, ne? Das. Komm, weißt du, wie ich weine? Das ist. Digga, 14,79. 14,79 für so ein Game? Willst du mich verarschen? Warum? Das ist dieselbe Engine von Guards vom letzten Mal. Ja, legit. Ja, komm mal. Okay. Ich geh da jetzt rein. Scheiße. Ausprobieren kann man es ja. Depri ausprobieren kann man es ja. Vielleicht funktioniert ja sogar der Online-Modus. Hast du schon Knabemalz getrunken? Nee, noch nicht. Soll ich dir eins mitbringen in 2 Wochen? Oh ja, das wäre sick. Das wäre geil. Malzbier, so ein geiles Kindheitsgetränk. Ne? Ey, ohne Scheiß, ich vergleiche Knabemalz eher so ein bisschen mit so einem Feierabendbier ohne Alkohol. Das hat so richtig diesen bitterigen Biergeschmack, aber halt auch ein bisschen süß. Ja. Ist nicht so wie so dieses Vitamalz, was so übertrieben süß ist. Hat aber immer noch viel Zucker. Aber ist halt so richtig eher in diese bierige Richtung. Ist voll geil. 15 Euro, ne? Nicht vergessen. Ja, ja, 15 Euro. Oh nein. Oh Gott. Moin. Warte, bei mir lädt die. Okay, jetzt. Du hast plötzlich bei mir Bart und Haare bekommen. Geil.
Ich muss mal kurz die Maus-Sensitivität herunterschalten. Video, oh, User Interface, Enable Chat, Audio. Controls. Hinter uns ist gerade eine Tür aufgegangen. Hast du auf? Warte, jetzt ist. Jetzt ist die Sensitivität zu gering. Was ist das für eine Mucke? Aber wir haben sogar einen Quest, Ziel, Aufgaben, Mission. Okay, was machen wir? Wir laufen hier hin. Was ist das? Okay. Das ist jetzt Story, oder wie? Yo, Quest updated. Yo, Quest has been updated. Aui. Ich öffne. Du hast mich gehauen. Ich hab nein. 84 HP. Kann ich dich... Aua. Du tötest mich. Echt, kann ich... Weil bei mir wird gar nichts angezeigt von wegen Damage. Mach mal. Mach noch einen Schlag, dann bin ich tot. Ich kann nicht... out. Es gibt keine Animation von wegen, du machst dem Damage oder so. Ist einfach nur, schlag mich mal. Guck, ist einfach so... Es ist ja dumm. Okay, aber du lebst wieder. Das ist doch schön. Ich lebe. Mit 20 HP. 15 Euro, Leute. Hier ist, ich hab Military Ration. Ich hab eine Fackel. Ich hab auch noch mehr Fackeln hier. Nee, oh. Was hab ich hier auf 2? Ach, Wooden Stick. Na gut. Digga, die Mucke. Ich hab auch eine Fackel, okay. Hier sind in den Regalen so Sachen, die du... In den Regalen sind Sachen, die du... aufheben kannst. Ja, genau. Gehen wir jetzt hier durch? Ja, müssen wir hier rüber? Ich weiß es nicht. Nee. Hä? Ey, da, ist ja da. Ach so, hier lang, ja, hier. Wir müssen wieder zurück. Oh. Digga, okay. Ist das scheiße. Wer ist er? Oh! lass ihn töten. Stirbt der, glaubst du? Keine Ahnung. So the day has come, you have to find out what is happening outside the walls of this bunker, we have no choice. Der soll mal seine Fresse halten, ich geh jetzt raus hier. Oh, wir sind draußen. Ich komm nicht aus der Unterhaltung. Wir sind draußen, komm raus. Ja. Oh. Ich mach die Tür mal zu, ne, damit ich hier so scheiße Zombies sieht das gar nicht aus. Lass das Schwein ficken. Abfahrt. Zack. Du musst zuhauen. Ist fast down. Zack, auf den Arsch. Ich bremse. Ist überhaupt nicht fast down. Wir töten das Schwein. Töte das Schwein, Björn. Wir reißen es aus dem Leben. Ja. Zack, und raus. Los, schneid den Schnitzel ab. Zack. Guck mal, wie schick das aussieht hier. Oh, hier ist ein, hier ist ein Elch. Da hinten ist ein Gegner. Das ist ein Zombie. Steck ihm die Fackel in den Arsch. Oh. Das mag's nicht. Okay, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir sind tot. Warte, Crafting. Wir gehen, oder? Eine Axt. Ich brauche Steine. Sind das hier Steine? Okay, hier ja, heb Steine auf. Dann können wir Äxte machen. Ich hab Flint. Ach, so kacke ist es gar nicht. Also. Ein bisschen schon? Ich wollte jetzt nichts sagen. Oh, ne? Scheiße. Leon? Wo ist Leon, hier läuft mir gerade ein Fan hinterher. Ist nicht mein Problem, oder? Leon, der will ein Foto. Ja, was ist los? Leon. Ist das so scheiße? Leon, bitte. Ich bin das nicht. Du verwechselst mich. Jetzt hast du schon 2 Fans. Oh, 3. Ja, Mensch. Oh, bitte, Dia, wo bist du? Bitte lass uns ab da, wenn ihr schon folgt. Dia, bitte hilf mir. Weißt du, wenn sie folgen dir. Oh, Dia, bitte. Sie schon folgen. Dia, bitte. Sub da lassen. So, jetzt ist auch dein Problem. Jetzt ist auch dein Problem, Arschloch. Ich glaube kaum. Leon, jetzt ist auch dein Problem. Komm her jetzt. Jetzt hör doch mal auf, mir hinterher zu laufen. Ich hab den Fame nie gewollt. Oh, jetzt ist er. Oh, Sebastian, du musst laufen. Alles gut, hab eine Axt. Die Vogelscheuche hier ist direkt hinter dir. Ich töte ihn. Wie hast du denn das jetzt gecraftet, sag mal? Ja. Mit E oder was? Mit Skill. Das glaube ich dir nicht. Ich töte ihn. Junge, der... Der hält übel viel aus, ne? Ich hab sein Leben erlischt. Schönes Ding. Erlischt. So, Leon. Pablets. Da ist... Ich brauch Pablets. Da ist ein kleines Steinchen auf dem Boden. Ah ja, hier. So. Crafting. Ich mach mal eine Pickaxe, oder? Oh, ein Bogen! Ja, mach dir erstmal eine schöne Axt. Geil, ich mach einen Bogen, schönen Bogen. Mach dir erstmal eine schöne Axt, so kannst du Bäume fällen. Hast recht. Na, ich muss Holz sammeln, warte. Bevor ich jetzt hier was machen kann. Ich hab das für den Bogen ausgegeben. Ah, Sam. Du musst auch zu Ende craften lassen, du kannst nicht in die Warteschlange machen. Oh nein.
Deswegen hast du da eben rumgestanden. Junge, ich habe gestern ein Spiel gespielt. Das hat 600 schlechte Bewertungen. Hier ist hier in meinem Format da. Dieses was? Schlechte Spiele gut bewerten Format. Und es war so ein Survival-Game. Da musstest du, da konntest du auch Häuser bauen und sowas, ne? Ist ja generell jetzt mal nicht schlecht. Aber du musstest einfach, es gab insgesamt 6 Items in dem Game. Helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Und du musstest jede... Aui, du hast mich erschossen. Digga, warte. Ich bin da für dich. Komm hoch. Du bist so zusammen. Ey, Bogen lohnt. Bogen macht richtig Damage. Bogen hab ich. Ich brauch nur noch Sachen für Pfeile. Ja, auf jeden Fall musstest du für so Wände und so, du musstest so aus Holzstöckern, Holzstämme und Planken craften. Und nicht, indem du irgendwie 5 in die Warteschlange haust und die durchcraften lässt, sondern du musstest jedes einzelne Item ins Crafting-Menü ziehen und dann auf Craften drücken. Und dann hat es erst gecraftet. Und das war so nervig, Alter. Es gibt so dreckige Scheißspiele da draußen. Das hört sich so scheiße an. Hörst du auf? Ja, jetzt viel Spaß mit den Zombies, ne? Nö, die kommen noch nicht. Ach, die kommen gar nicht. Ich hol dich hoch. Ist der eine ein Clown? Ich hol dich hoch. Zack, da bist du. Der ist ein Clown. Ein warte, guck. Oh, daneben. Kannst du die Pfeile eigentlich aufheben? Jetzt hab ich keine Pfeile mehr, warte. Danke für die Antwort auf die Frage. Sehr gut. Zack, da hab ich wieder welche. Sehr schön. Gibt doch Headshot, ne? Oh, ja, komm. Hab ich ihm 60, hab ich ihm gemacht, ne? Hab ich ihm rein. Oh, scheiße, der hat übel viel Leben. Ja. Okay, aber eigentlich wirkt es jetzt gar nicht übel. Also. Es wirkt tatsächlich. Es wirkt jetzt auf den ersten Blick echt trash, aber. Ja, ja. Auf jeden Fall. Irgendwas macht's mit mir. Also, ich kann mir vorstellen, so abends schön sich zusammen hinzusetzen, das Spiel ein bisschen zu grinden, aber wahrscheinlich auch nur für einen Abend oder so, aber. Ich denke auch, so nach einem. Ich glaube, es gibt halt auch nicht so viel Content, oder? Oh, guck mal hier! Wo bist hier du? Sind Leichen. Alter, hier ist eine Stadt! Lass die Stadt raiden! Okay. Aber gibt's irgendwie sowas wie ein Speer oder so? Für Selbstverteidigung? Mit Sicherheit ohne Crowbar. Ich müsste auch mal was trinken. Dann trink doch. Hä? Achso, nee, du kannst auch Äpfel essen. Es gibt ja auch ein bisschen. Das stimmt. Stuff. Okay, wo kann ich jetzt. Hier, Lockpick, Bandage, Campfire, Rope. Wo bist denn du hier, eigentlich? Speer, Machete. Oh, dann brauche ich Eisen für. Ich stehe hier irgendwo rum. Ja. Ich glaube, erstmal ist wahrscheinlich. Erstmal. Ach du Scheiße. Was ist los? Wo bist du? Ich bin. Jetzt mal ehrlich. Wo bist du? Wo bist du? Ich versuch's jetzt. Warte kurz. Ich bin. ich bin auf einem Stein. Auf einem Stein? Ja, und um mich rum sind 1, 2, 3, 4, 5 Zombies. Ah, da, nee, das bist du nicht, das sind im Zombie. Anfangsgebiet, oder? Da, ach, da. Guck mal hier. Einer dead. Schön. Ui, 117, eieiei. Kann ich den auch angreifen von hier? Habe ich. Oder, einer. Digga, überall sind so disgusting Sounds hier, ne? Ja, yeah, das ist crazy. Hinter mir ist auch jemand, der will mich. Oh, jetzt habe ich daneben geschossen. Alter. Die Frage ist, wenn man die jetzt cleart hier, die Zombies, ne? Ja. Wenn man die cleart. Ja. Spawnen die nach, oder? Ich weiß es auch nicht. Also aktuell fühlt sich so ein bisschen auch an wie so ein bisschen ein Base. Man sammelt aber auch XP. Ja, ja, es gibt ja so einen Skillbaum auch. Ah, krass. Die lassen Sachen fallen, die Zombies. Das ist ja verrückt. Mega. Zack. Ein bisschen Steine noch. Das ist ja geisterkrank. Aber eigentlich wäre das Geile, wenn man wirklich in dem Gebiet so die Zombies cleart, weil ich mache jetzt die ganze Zeit schon Pfeile aus meinem Stuff. Ja. Und die sind einfach direkt wieder weg. Also, und es wird jetzt Nacht.
Schlafen wird also auch nicht mehr. Also ist doch einfach nur frustrierend. Wir haben auch gar kein Bett. Oh, meine Beine. Bist du in dieser Stadt drin? Nee. Ich gehe zu diesem einen Lager, was wir gefunden haben. Boah, Alter, alles. Krabbelt ein Zombie hinterher. Alles macht hier richtig nervige Geräusche. Ja, das stimmt. Die scheiß Elche da. Oh. Die Zombies machen. Bestimmt der Entwickler eingesprochen. Safe Call. Geld sparen. Ich würde halt gerne hier. Guck mal, hier sind Kisten. Wait. Ah, es gibt Treasure-Kisten. Die machen ja. Sounds. Okay. Und dafür brauchen wir einen Lockpick. Ja, ja, genau. Ich glaube, ehrlich gesagt, bei Nacht sind die Zombies ein bisschen krasser. Also, die haben einen höheren Radius vom Gefühl her. Wieder eingekillt. GG Easy in den Chat. So. Oh, dann, ich sehe auch langsam nichts mehr, du. Boah. Ne? Ja. Ich sehe auch nichts mehr. Ist jetzt echt dunkel. Ich würde gerne schlafen. Aber zumindest ist die Stadt nicht so, also die Nacht nicht so ehrenlos dunkel. Aber ich habe auch echt Bock, ein bisschen mehr zu zocken. Also ist gar nicht. Oh mein Gott! Was passiert? Also, es gibt da so ein Lager. Hm. Das hat so eine rote Tür. Hm. Ich habe die Tür aufgemacht, bin da reingegangen und dann kam mir da ein Mensch entgegen und ich dachte halt, das wärst du. Hm. Also bin ich reingegangen, habe mich umgedreht, habe die Tür zugemacht und dann wurde ich von einem MG weggeschossen. Du bist tot also? Ja. So, wie komme ich denn zu dir? Ich kann dich ja da auch, also, ne? Nee, kannst mich eh nicht holen. Ich bin schon in der Basis wieder. Achso, du spawnst bei der Base neu, wenn du drauf gehst? Ja, ja, ja. Ich renn jetzt, ich weiß halt nicht mal, wo das ist. Naja, macht ja nichts. Aber ja, generell, ist eigentlich ein gutes Game. Soll man sagen. No? Ach, da bist du ja, Mensch. Kleines Mäuschen, du, die habe ich schon gesucht. Oh, nee. So, du. Weißt du, ich möchte dir den Zombie vom Hals halten. Warte kurz. Wenn der dich jetzt noch frisst, mache ich alte 4. Nee, ist okay. Warte. Hast du den Kinnhaken gegeben? Ja, warte. Ey, ist okay. Warum bricht das immer ab? Ja, du musst irgendwie genau draufstehen oder so. Ah ja. Folg mir mal. Digga, kann dieser. Ich muss kurz diesen Elch töten, der hat mir so. So, moin. Komm mal mit. Man muss kurz was essen. Wo bist du, warte, wo bist du lang? Naja, hier. Also, warte, hier. Ja, rechts, ja, hier. Kommen ja, Sie? Ja, bin bei dir. Folgen Sie mir mal. Wir müssen jetzt hier an diesen Zombies vorbei. Das ist gar kein Stress für mich. Und dann gehen wir hier runter. Da bist du reingegangen. Ja, genau. Weil da liegen jetzt bestimmt meine Sachen, also gehe ich da jetzt rein und hol dir. Natürlich machst du das. Natürlich. Bist noch bei mir? Ja, sehr gut. Ich bin hinter dir. Also halt mir mal den Rücken frei. Ich versuch's. Gib mir mal Cover. Achtung. Sebastian! Was denn? Ich bin tot. Digga, also weißt du, auf der einen Seite, du schreist mir ins Ohr, hilf mir. Auf der anderen Seite höre ich nur. Gott! Ja, ist ein witziges Spiel. Wäre es mir 15 Euro wert? Schwierig. Wäre es mir 15 Euro wert? Vermutlich.
War das ein 360? Ja. Vermutlich eher weniger. Deshalb, ich drücke jetzt mal alte 4, aber an sich muss ich sagen, hätte ich dafür jetzt 15 Euro ausgegeben, was ich irgendwo auch habe, aber hätte ich dafür jetzt privat 15 Euro ausgegeben, ich wäre jetzt gar nicht so sauer. Wirklich nicht. Nö, ich fände es eigentlich, ich glaube, man kann sich schon ein bisschen mehr damit beschäftigen und so aufbauen und ein bisschen Zeit, weißt du, ganz entspannt investieren. Hm. Aber ja, ich glaube, das geht noch besser, oder? Mhm. Bist du sauer? Nee. Nee? Nee. Wie fandest du es denn? Es ist ein Top-Spiel. Würde ich jedem empfehlen, der 15 Euro verbrennen will. Ja, nee, wollen wir dann also jetzt... Also das hat okay Anlagen, so, weißt du, wie ich meine? Aber ja. Es sind einfach auch negative Seiten bei dem Schöpiel, die ich nicht so, ne, sehe. Ja, wollen wir dann Audier jetzt spielen? Na gut. Das hat 260 sehr positive Bewertungen. Du wünschst dir das sogar? Ja, ich habe mir das mal auf die, weil ich das in der, ne, als es noch nicht raus war, schon mal gesehen hatte und dachte so, ja, ich würde es mir mal kaufen. Ich weiß gar nicht, worum es da geht. Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Dadurch, dass es positive Bewertungen hat, würde ich einfach mal gucken. Ne? Naja, es bleibt uns ja auch nichts anderes übrig, ne? Also wir können ja nicht gucken, das kaufen und dann nicht gucken. Also wir müssen ja einfach gucken, wenn wir nichts kaufen auch. Gut, wir gehen rein. Na gut. So, how to play. Don't get hunted. Hunger. Eat mushrooms scattered around the map to refill your hunger. Eating will make you... Okay. Will make you ping the hunters. Okay, es gibt einmal Hunter und es gibt die Deers. Die Deers. Die Hunter müssen uns killen. Und wir müssen halt fressen die ganze Zeit. Mhm. Aber wenn wir fressen, sehen das die Hunter. Wir können furzen. Das launcht uns in eine Richtung. Es gibt den Deer Sense. Das spottet Essen, Hunter und so weiter und so fort. Und als Hunter hat man Sanity. Genau, wenn man keine Deers huntet. Sound Visualizer. Ich würde sagen, Learning by Doing, oder? Ja, scheiß drauf, Helwig. Also, ich war noch nie ein großer Leser. Selbst in der Schule nicht. Your Main Objective. Hunter, Hunter. Punkte waren, waren es 0 Punkte. Okay. The Hunter has lost their sanity. Okay, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir gehen einfach mal in eine öffentliche Lobby, oder? Komm. Erstmal lade ich dich ein. Ja. Ui. Ich create mal einen Public Server, ja? Mehr als bei Call of Duty. Da bist du. Och, guck mal, hallo. Komm her, ich will dich besteigen. Du sollst nicht stehen. Komm her, ich besteige dich. Ich besteige dich, Leon. Komm her. Du sollst nicht stehen. Weizler ist the Hunter. Oh. Halt. Okay, ach, scheiße, ich muss mich jetzt verstecken. Die ist ja krass hoch. Oh shit, ich muss mich verstecken. Ja. Hast jetzt 10 Sekunden, du. Macht ja nix. Ah, hier gibt's noch andere Deers. So. Okay, und du musst erraten, welcher ich bin? Gehe ich jetzt mal von aus? Ja, genau. So ein bisschen erinnert mich das an West Hunt. Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Hast du jetzt gerade eine Benachrichtigung bekommen? Nee, hast du einen Pilz gegessen? Ja. Na, du Drecksau. Ich habe 3 Versuche, dich zu töten. Oh! Wo bist du? Naja, ich sehe dich. Bist du das? Bist du das hier? Ich habe dich ja gesehen. Naja, gut. Oh, jetzt hast du einen gekillt, oder? Naja. Ich habe einen Reh getötet. Da bist du. Nein. Hörst du auf? Scheiße. Ja! Ja, da hätte ich nicht... Ja, ist okay. War ein bisschen blöd von mir, muss man sagen. Alles gut. Neue Runde, neues Glück. Neue Runde, neues Glück. Wie kommt's man? Will ich besteigen. Ich glaube, alles klar. Also du kriegst, wenn du ein Pilz in der Nähe isst, dann bekommt man so einen kleinen Ping, wo das war, in welche Richtung halt. Ja. Hallo? Hallo. 10 Sekunden hast du noch. Wie viele Pilze muss man denn essen eigentlich? Nee, du musst nur darauf achten, dass du nicht verhungerst unten links. Deshalb, das heißt, du musst fressen.
Ja, okay, okay, verstehe. Ja, was machst du da Schönes, hm? Moin, Leon. Was geht? Willst du furzen? Gut. Nee. Schade. Hast du einen getötet? Moin, Leon. Na? Ah, moin. Versteckt hinterm Haus! Du blöde Sau, oder? Nee, 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 so nicht. So nicht, Alter. Weißt du, muss man auch mal, man muss auch mal. Nee, komm, ich besteig dich. Komm her hier. Hau ab, hau ab. Komm her. Alter. Geh doch weg jetzt. Guck mal hier, was ist denn hier los? Ein altes Schloss, Mensch, ist ja. Altes Schloss, genau, das ist ein Schloss hier. Ein altes Schloss. Das ist ein altes Schloss. Arschloch. Kannst du erzählen, was du willst. Selbst schuld. So. Boah, man muss auch echt schnell die Pilze fressen, ne? Sonst man stirbt echt schnell. Ja, du musst schon krass. Echt Abfahrt machen. Mhm. Wie viele von diesen Kameras hat man eigentlich? Ich glaube 6 oder so. Na, Sebastian, alles gut? Oh. Da habe ich dich gehört. Sebastian. Nee, 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 alles gut. Na doch, habe ich wohl. Nein, was willst du denn gehört haben? Ich habe da einen Pilz gehört, der weggefressen wurde. Das kann nicht sein. Aha. Das kann nicht sein. Komm doch! Ich weiß, dass du fressen musst, Sebastian. Hm? Was fressen? Na, Pilz, da läufst du doch! Ach, Scheiße. Hör doch mal auf, so schnell zu rennen. Hake. Oh, hat er mich verloren? Ja, weiß ich noch nicht. Ja, scheiße. Oh, eins von... Ah, nein! Oh. Scheiße! Alles gut, alles gut. Damit kann ich leben. Komm, ich besteig dich. Komm ran. Jetzt hör doch mal auf, so unzüchtig zu sein, ihr Mensch. Komm her, ja, komm ran. Ich heb mich auf bis zur Eon, das weißt du. Komm ran hier. Also entweder einen Ring an den Finger oder du kannst es vergessen. So. Ja, ich höre dich da draußen, kleine Dreckige. Hast du mich essen hören? Mhm. Mhm. Auf zu furzen. Nee. Aber ist okay. So, Leon. Leon. Mhm. Wo bist denn du? Sag ich dir nicht. Leon. Ja, was ist los? Sei ein braves Reh. Sei ein braves Reh, Leon. Sei ein braves Reh. Ich bin super brav und das weißt du auch ganz genau. Sei ein braves Reh, hm? Ich würde niemals was anderes tun als brav sein. Sei ein braves Reh. Ich bin ein braves Leh. Du sollst ein braves Reh sein, Leon. Bin ich. Leon, ich mein's ernst. Ich mein's auch super ernst.
Sei ein braves Reh. Ich bin ein super braves Reh, das weißt du ganz genau. Ich tue dir überhaupt nichts. Ich bin so verdammt nett. Ich bin das netteste Reh überhaupt. Ich bin das einzige Reh hier, das kein Geweih hat. Das ist doch ein Witz. Ja! Weißt du, ich meine, das ist, also, deine Sanity, die war bei vielleicht 2%. Und dann kommst du zu mir. Du kleiner Noob! Oh. Wer sind die? Wer sind die? Wer sind die? Wir sind mehrere. Oh mein Gott, Sebastian. Wir können die austricksen jetzt im Team. Wir können die... Scaramuccia ist der Hunter. Oh mein Gott, das wird so eine absolute vercrackte Runde jetzt, ne? Abfahrt. Jetzt geht's Abfahrt, Junge. Rein in den Wald, ihr kleinen Larrys. Rein in den Wald. Kleinen Rehchen, du. Kleines Rehchen. Zack, okay, Abfahrt. Weg von mir, Leon. Weg von mir. Nein, komm doch her. Ist doch viel besser, wenn jetzt 12 sind. Safety in Numbers und so. Pups. Ja, ist ein leckerer Pilz, den ich hier habe. Ja. Weh, du frisst mir einen Pilz. Arschloch. Das war mein Pilz. Kommt auf mich zu und schießt mir instant in die Fresse. What? Also, das ja, hast du nicht mitgekriegt? Ja, du musst gleich einen Pilz essen, Leon. Mach ich auch. Pass mal auf hier. Oh, oh. Pass mal auf, Leon. Oh. Oh, Leon, der ist ja auf den Fersen. Ist er gar nicht. Nein, nicht wirklich. Junge, er kam an und hat mir instant in die Fresse geschossen. Ohne Gnade. Ja, er kommt jetzt aber in deine Richtung. Lag. Ja, alles gut. Ich bin ziemlich sicher, dass es daran lag, dass ich dir den Pilz da weggegessen habe. Und der sich dachte, okay. Oh, scheiße. Okay, hat noch einen. Jetzt kommt er auf dich zu. Hab ich gesehen, ja. Nee, er geht weg von dir. Kannst den Pilz essen. Jetzt kommt er zu dir. Pass auf, nichts. Oh, ja, Oh, er fickt dich. Er macht dich weg. Ja, das war's. Auch leider, ja. Nee. Ich denke leider auch. Ja, doch, er macht dich weg. Schon. Oh, nee. Hat der nicht gemacht, die Kamera da? Ich glaube, wenn du dich normal bewegst, ist fein. Ja, ja, aber pass mal auf. Ich mach das jetzt und dann renne ich ganz schnell. Ja, war in Ordnung. Er kommt zu dir. Sehr schön, sehr schön. Ich bin so ein Reh, ne? Ich bin im Kopf. Ja, du bist ein Reh. Da ist auch ein Pilz direkt am Busch. Ja, ja, ja. Ja, ja, ich kann in den Busch rein, ne? Der sieht mich hier nicht. Ja, doch, schon. Nein, 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 guck. Ah, stimmt, true. Ich bin der Busch. Du bist der Busch. Smart. Du brauchst natürlich Essen. Ja, ja, mach ich gleich. Pass mal auf jetzt. Wo ist denn der? Er ist voll weit weg. Pilze? Wo sind Pilze? Da hinten ist ein Pilz. Am Ufer. Richtung Steinklippe hier. Oder da. Junge Weizler, so am Sprinten. Ich sag's ja. Ich glaub, du bist der Letzte. Ja, du bist der Letzte. Das ist schlecht. Kommt zu dir. Ist links von dir, an der Hütte. Ja, ich seh's, er hat gerade ein Tier erschossen. Oh mein Gott, du bist tot. Ciao. Nein. Der schießt mich nicht einfach so. Doch. Ohne Grund. Ey, GG's. Guck mal, sowas mag ich nicht, wenn man ohne Grund... Ich will jetzt Hunter sein. Ich will Hunter sein. Ich will die Tiere umbringen. Ich will das nicht. Weizler, oh nein. Pass mal auf jetzt. Jetzt hol ich dich weg. Ja, ja, mach ruhig. Muss ich gar nicht in den Busch stellen. Nee, ich stell mich auch nicht in den Busch. Einer steht vor der Hütte in der Tür drin. Mann, ey. Wie viel sind denn das jetzt eigentlich? Lass es! Gnade dir Gott. Lass mich doch mal zocken, Alter! Lass mich doch mal zocken! Der Typ hat mich so verkauft an der Tür. Warum hast du dich in den Busch gestellt? Ja, weil ich dachte so, du rennst raus und guckst erst mal. Übrigens als Hunter, ne? Ja. Man sieht, man kann durch die, wenn man sich neben den Busch stellt, sieht man durch den Busch durch. Ja, okay, so viel dazu. Das ist sehr schön. Das hat nicht so funktioniert. So, Leon. Ey, Mann, das ist so kacke. Ich habe hier nur Spectator-Gameplay. Ist doch kacke, Mann. Sieht scheiße aus, Leon.
Okay. Ich sag dir, wie es ist. Soll ich Warm- und Kaltspiel machen? Mach mal. Warm. Wärmer. Ah, kalt. Warm. Oh. Warm. Oh. Hier hat irgendwer einen Pilz gegessen. Oh. Hinter mir, wo ist er? Wärmer, 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 kälter, 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 kalt, 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 wärmer, 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 kälter, warm, 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 ich werde verrückt. Oh, jetzt bist du der Gejagte. Ach du Scheiße. Oh, was ist denn das jetzt? Das ist ein Horsch. Alter. Ich glaube, du musst es jetzt zurück in die Cabin oder so, ne? Ja, geil, ja, jetzt bin ja, ich genau, wieder da. Das war meine Mission. Crazy, okay. Wie ganz cool. Aber es ist halt nur eine Map, das finde ich ein bisschen wack. Ja, das ist ein bisschen, ja, das ist boring. Aber es ist, glaube ich, auch erst jetzt irgendwie gestern rausgekommen. Da steht kein Name. Bist du der Hunter? Nee. Sebastian, der hat anscheinend keinen Namen. Oh, Sebastian, so. Du läufst von der Cabin weg. Sag ich dir, wie es ist? Mich geht's auch. Zack. Ey. So. Wir sind halt auch irgendwo Feinde, weißt du, was ich meine? Nee, tatsächlich nicht. Ja, wir sind ja Konkurrenten. Sehen wir das? Ja, schauen wir, oder? Ist dieser rote Punkt, der ab und zu kommt, ist wahrscheinlich der Hunter, ne? Das ist der Hunter, ja. Du kannst mal rechtsklick drücken und dann siehst du Pilze und den Hunter. Ich sehe ihn. Also je nachdem, wie weit der halt weg ist. Oh, der verfolgt jemanden. Jetzt können wir essen ohne Ende. Okay, er ist an mir vorbei. Sehr gut. Hat er dich verfolgt? Nee. Okay. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Der ist auf jeden Fall extrem weit weg. Junge, wir sind so Gamer. Ja, wir sind so crazy Daddler, ne? Wir sind krank am Daddeln. Ja. Ich glaube, der ist richtig scheiße. Weiß nicht, hat der schon einen gekillt? Ich glaube ja, aber seine Sanity so. Ja. Ich weiß halt nicht, wo er ist. Ah ja, okay. Der ist neben mir fast. Fuck! Wie? Warum? Er hat mir einfach in die Fresse geschossen. Ohne Grund. Und jetzt schießt er noch mehr meine Leiche ab. Er hat mir noch 3 Pfeile reingeschossen. Na gut, muss er wissen. So, Leon, wo bist du? Bist du das? Ja. Ich renne. Okay. Du bist gerade über eine Leiche von einem Kollegen. Ist kein Problem. Ist gar kein Problem für mich. Oh, der killt. Oh, er hat einen gekillt. Ja. Der läuft gerade da hinter dir. Läuft er gerade ziemlich riot. Der killt gerade hinter dir. Random Rehe. Muss jetzt gleich essen. Ich war's nicht. Daneben. Lauf. Sehr schön. Immer mit Bande spielen. Immer zickzack, zickzack. Oh, ich häng fest. Zickzack. Sehr schön. Schön mit Bande. Weiter. Und furzen. Sehr schön. Ja, Bäume. Lauf anderes um Reh. Sachen herum. Töte ein anderes Reh. Ich mach's. Ich bin ein Gamer. Okay, er schneidet dir den Weg ab. Sehr schön. Ausgetrickst. Alter, ich bin so weggedribbelt, ne? Oh, da bin ich gegen Baum gesprungen. Da habe ich falsch gefurzt. Oh. Nee, alles gut. Sehr gut. Bin ich der Letzte? Ja, ich glaube schon. Oh, Scheiße. Sehr schön. Ja, jetzt bist du sehr weit von ihm weg. Du könntest ihn jetzt irgendwie abschütteln. Er sieht dich noch. Ja, ich weiß. Muss doch jetzt. Warte. Sehr gut. Fuck. Nein! Oh, da musst du auch mal, weißt du, da musst du auch mal. Komm, eine letzte noch. Okay. Okay, das Game ist aber cool. At least. Ja, das kann man auf jeden Fall mal eine Runde daddeln.
Vor allem, wenn du eine größere Gruppe bist oder so, macht das nicht Bock. SSS Plus. Ist ja fast der Name, ne? Ist ja Sebastian Sterzig, ist ja SS und dann Plus quasi, weißt du, wie ich meine? Nee. Na gut. So, ich verstecke mich mal hier schön in der Mitte. Hier würde mich keiner erwarten. Fluss? Nee, hier so. Hier würde dich keiner erwarten. Nein, ich weiß ja nicht. So, guck mal. Oh, da ist er. Da hinten ist er. Ich bin so hardcore Gras am Fressen. Das ist der Hammer. Ich habe so hardcore einen Pilz gefressen. Er weiß es! Jep, er verfolgt dich. Oh! Oh! Hat er mich geholt, du. Ja, es ist ein guter Schütze. Es ist ein guter Schütze, sag ich dir. Wo bist denn du? Da bist du. Okay. Er kommt zu dir. Glaube ich nicht. Ja, warte. Doch, doch. Er kommt jetzt über die Brücke. Der ist jetzt vor dir. Aber er geht in die andere Richtung. Ja, ja, ich bin NPC. Ich bin NPC. Furz dich mal in die andere Richtung. Dann bist du weg. Kannst einmal essen jetzt und dann in die andere Richtung furzen. Nee, ich chill hier. Er läuft ja gerade weg. Ja, das stimmt. Er schießt auf wen anders. Ist der Letzte? Nee, okay. Alles gut. Ihr seid noch drei. Es läuft doch gut bisher. Guck mal, ich bin hier schon beim nächsten Pilz. Top. Du schaffst das, ich glaube an dich wirklich. Aber bis jetzt haben sie erst einmal gegen mich geschafft. Dann, ansonsten war der Hunter immer am Win. Mhm. Aber es fühlt sich machbar an. Weißt du, wie ich meine? Es ist nicht so, dass man denkt, okay, man hat kein... Ist schon relativ balanced. Okay, der Typ ist komplett gone an der Küste irgendwo. Er ist neben einem anderen Reh. Das verfolgt er jetzt. Hat er jetzt gekillt. Scheiße, ein Dreck. Okay, du bist da. Ich bin so hart am Fressen gerade. Ja, er ist... du kannst auf jeden Fall den Pilz nehmen. Dir essen. Und dann weg. Ja, er hat keine Ahnung. Sehr gut. Er hat gar keine Ahnung. Sehr gut, sehr gut. Ihr seid beide relativ nebeneinander. Und der andere muss jetzt gleich essen. Der muss jetzt essen. Er macht's nicht. Der stirbt. Ja, der andere stirbt jetzt einfach, weil er nicht essen kann. Hä? Nee, okay, er hat gegessen. Man stirbt, glaube ich, nicht, wenn man keinen Hunger mehr hat. Also, wenn man zu viel Hunger hat. Ich glaube, du bist nur langsam oder so. Okay, wir haben es gleich. Der kommt jetzt langsam in eure Richtung. Aber er läuft an dir vorbei. Ah, warte, jetzt kommt er zu dir. Oh yeah! Oh yeah! Hol ihn dir, Sebastian. Komm her, du blöde Sau! Der ist jetzt fast, der ist schon fast da. Er ist fast da. Alter, wie aussieht der? Der hat's. Ja, okay. Ja, ist okay. Aber cool. Ja, ist ein funny Game, Freunde. Ja. Und in der Hinsicht würde ich sagen, die heutige Folge war voll gepackt mit tollen Spielen. Wenn ich jetzt ja, Hunter bin, mach... Ja, ich, okay. Wir machen noch eine. Eine machen wir noch. Ich bin Hunter. Das wird jetzt interessant. Das wird ja dann easy. Eine machen wir noch. Leute furzen hier von meiner Pforte. Quatsch. Es wird gefurzt. Alright. Ich werde jetzt mal die Theorie testen, einfach zu verhungern. Ja, okay, der Busch verschwindet ja wirklich, ne? Mhm. Gut, aber also, das wäre hart unfair, ehrlich gesagt. Ja, ja. Macht nix. Mhm. Ist schon einer legt? Ich glaube nicht. Hast du einen erschossen gerade? Ich glaube nicht, nee. Okay, ich dachte irgendwie. Hm. Okay, ich sehe einen. Der haut rein. Sebastian, du hast auch die Option, Nein zu sagen zum Reh schießen. Du hast die Option, Nein zu sagen.
Weißt du, was ich meine? Du hast die Option, Nein zu sagen. Scheiße. Okay, hab einen. Nee, ich glaube, ich habe zwei schon erwischt tatsächlich. Nur wird es nicht angezeigt. Ja, du hast zwei erwischt, ja. Okay. Aber die paniken auch. Der eine hat gerade übel gepanikt. Ich glaube, es ist der hier. Nee. Oh shit. Jetzt haben wir ein Problem. Okay, ich brauche den. Ja, ich glaube auch, sonst wird's eng. Oh, langsam wird's knapp, Sebastian. Oh oh. Alles gut? Oh, oh shit. Ich weiß nicht, wie nah du an der Kevin dran bist. Überhaupt nicht nah. Oh shit. Ja, das war jetzt bitter. Nein, ich krieg das easy hin. Meinst du ja? Ja, die schreien zwar hinter mir, aber die werden mich niemals einholen. Hallo! Das ist jetzt blöd. Ah! So, du Arschloch. Du hast mich voll reingekickt. Gut, Freunde, mit den Worten wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Es war sehr schön. Danke, Leon, dass du dabei warst. Und super, schreibt gerne in die Kommentare. Lecker. Quantenpfütze. Was? Quantenpfütze. Quantenpfütze. Ja. In die Kommentare. Dann wissen wir, dass ihr ein bisschen geschaut habt. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und lasst die Musik. Tschüsschen. Alter 4. Bye, bye.